Heute ist bei mir ein Brief angekommen, den ich gestern versendet habe. Und in diesem Brief drin ein Tracker, denn ich wollte herausfinden, wo die Reise meines Briefes hingeht. Warum habe ich Chipolo als Tracker benutzt? Ich war auf der Suche nach einem günstigen Tracker, sodass der Verlust nicht so groß ist, wenn er nicht mehr zurückkommt. Im Vierpack kosten die Chipolo Tracker 85 Franken. Funktioniert auch nur mit der App, die auf Deutsch heißt Wo ist, mit der man iPhones orten kann. Der Brief mit dem Chipolo war also einen Tag lang unterwegs und hat folgende Reise gemacht. Von mir zum Briefkasten, rund 100 Meter vom Briefkasten zu mir zurück, über 120 Kilometer. Eine weite Reise, also die so ein Brief zurücklegt. Was hat mir dieses Experiment gezeigt? Tracking mit Chipolo, das ist möglich. Damit lassen sich nun einige Geschichten aufgleisen. Wenn du eine Idee hast, was ich tracken soll, dann schreib's in die Kommentare.